Hallo meine Lieben, ich schicke euch sonnige Grüße, schön, dass ihr jetzt hier bei mir seid. In dieser Legung, da geht es um die Gefühle von deinem Gegenüber. Wie werden diese Gefühle denn jetzt so für dich sein? Denn es geht um die Gefühle deines Gegenübers und zwar zu dir. Entscheide jetzt, wer dein Gegenüber sein soll. Und ich fange jetzt an, die Karten für dich zu mischen. Die Gefühle von deinem Gegenüber. Erstmal die vier Karten. Ich habe die vier der Stäbe. Okay, dann habe ich hier die zwei der Schwerter. Die Liebenden. Okay, wow. Und der Mond. Dein Gegenüber ist hin und her gerissen. Das sehe ich hier. Also die Karten, das ist ein Wechsel. Wechselbad der Gefühle habe ich hier. Er oder sie ist sich nicht sicher. Ich habe hier Selbstsicherheit. Probleme mit Selbstsicherheit, Selbstvertrauen. Vielleicht auch hier so ein bisschen sich nicht trauen. Irgendetwas befürchten. Auf der anderen Seite habe ich hier, dass man das, was du deinem Gegenüber gegeben hast oder geben möchtest, dass man das sehr gerne annehmen möchte. Man breitet die Arme aus und möchte dich einfach in seinen Armen halten. Das sieht man hier bei diesen zwei Karten. Also die Gefühle sind auf jeden Fall da. Dein Gegenüber sieht euch beide als ein Liebespaar schon. Ihr könnt ein Liebespaar sein. Vielleicht seid ihr noch kein Liebespaar, aber dein Gegenüber sieht das Potenzial, dass ihr so ein Liebespaar werden könnt. Gefühle sind da. Ich habe hier Verliebtheit, ich habe hier aber auch schon, also dich mögen sowieso, dich gut finden hier mit den Liebenden sowieso und auch was Festes mit dir haben wollen, dich bei sich wissen. Dein Gegenüber möchte hier auch irgendwie zu Tat schreiten, möchte hier auch auf jeden Fall was machen. Er oder sie hatte das Gefühl, dass ein weiterer Schritt jetzt notwendig ist, dass man jetzt den weiteren Schritt, den nächsten Schritt machen kann. Ja, der nächste Schritt ist jetzt angesagt in dieser Verbindung. Und das kommt natürlich drauf an, auf welcher Ebene, auf welcher Stufe ihr euch miteinander befindet. Das ist der Eingang. Das ist der Eingang zu der neuen Stufe, zu der neuen Ebene, gemeinsam zusammen, ein Schritt weiter. Dein Gegenüber möchte auch etwas, also hat das Gefühl, mit dich einzuladen oder dein Gegenüber hat das Gefühl, mit dir viel Zeit verbringen zu können und auch er oder sie möchte das auch. Es kann schon viel aus uns beiden werden. Sowas bekomme ich hier rein. So das Gefühl haben, dass ihr, hier diese Karte, natürlich, ich habe es vergessen. Seelenverbindung, Seelenpartnerschaft. Auch irgendwo so das Gefühl haben, wir gehören zusammen, wenn dein Gegenüber das Konzept der Seelenverbindung, der Seelenpartnerschaft nicht kennt oder einfach, das ist nicht so seins, ja. Dann habe ich das hier, es ist gut, dass wir zusammengefunden haben. Es ist gut, dass du in meinem Leben bist. Man kann sehr viel draus machen und es ist jetzt an der Zeit, durch diese rote Tür zu gehen. Und zwar, ich habe das hier entweder gemeinsam mit dir zusammen, wenn ihr irgendwie schon zusammen seid, dann gemeinsam mit dir hier durch die Tür zu gehen. Oder wenn ihr noch nicht zusammen seid, dann dass dein Gegenüber alleine durch diese Tür geht und auf der anderen Seite wartest du dann. Ja, das sehe ich hier. Sehr interessant.
das Gefühl aber auf der anderen Seite haben, ja, ich bekomme hier so Selbstsabotage, sich selbst sabotieren, die Gefühle nicht zulassen, Gefühle abwehren, Augen verschließen vor dem, was direkt vor den Augen ist, dass man Gefühle hat, dass das schön sein kann mit euch. Die Liebe, denn das ist die Liebe, das ist auch so das Paar, was innig gemeinsam zusammen ist. Also dein Gegenüber hält das irgendwo auch gleichzeitig von sich weg. Das kann sein, dass du dich in so einer On- und Off-Verbindung befindest. Oder momentan ist kein Kontakt. Das kann auch so sein. Ja? Muss nicht unbedingt sein, dass ihr jetzt immer wieder miteinander Kontakt habt, treffen, zusammen sein. Ja, das kann hier auch sowas sein wie gar kein Kontakt. Überhaupt nicht. Ja? Du weißt nicht, wie deinem Gegenüber es geht. Und wie gesagt, Wechselbad der Gefühle. So ein Auf und Ab der Gefühle. Und dein Gegenüber hier mit den zwei der Schwerter versucht nicht an dich zu denken. Versucht auch diese Gefühle fernzuhalten, aber das geht nicht. Das sieht man hier. Dann überkommen ihn oder sie diese Gefühle und man stellt sich hier so allerlei vor, ja. Belassen wir es dabei. Und hier habe ich den Mond. Das ist auch hier so ich weiß nicht, ich habe Angst, ich habe Bedenken, aber auf der anderen Seite zieht mich etwas magisch an, du ziehst mich magisch an. Ich muss einfach aus meinem Versteck rauskommen, ich muss diese Gefühle erleben, ich sollte diese Gefühle zeigen, offenbaren, aber da gibt es so viele Blockaden, Hürden, werde ich diese Blockaden, Hürden überwinden können, ja? Puh, das ist schwierig hier. Das ist nicht allzu einfach, was ich hier so habe. Gefühle sind da, also auf jeden Fall, wenn nicht schon tiefere Gefühle, ja? Und dein Gegenüber kann sich wirklich sehr viel mit dir vorstellen. Aber wie gesagt, irgendwie so abwehren, Selbstsabotage, nicht annehmen wollen, ablehnend. Oder du erlebst ihn oder sie, mal hat er gute Laune oder sie, ja, hat gute Laune, dann wieder schlechte Laune. Dann seid ihr wieder zusammen und könnt nicht voneinander lassen. Und dann verschwindet dein Gegenüber, meldet sich nicht. Das kann auch so sein hier. Ich gucke weiter. Die Gefühle von deinem Gegenüber. Das sind wieder vier Karten. Ja. Die sieben der Stäbe. Der Herrscher. Die Königin der Stäbe. Na, heiße Leidenschaft. Leidenschaftliche Gefühle, aber so richtig heiß. Wow. Und die Sonne. Wow. Also dein Gegenüber erlebt durch dich das Glück oder hat durch dich das Glück erlebt oder möchte wieder dieses Glück fühlen. Also du machst ihn oder sie glücklich. Dein Gegenüber fühlt, dass mit dir das große Glück zum Greifen nah ist. Ja, zum Greifen nah, weil ich habe hier den Mond und dann die Sonne. Deswegen zum Greifen nah. Das ist irgendetwas blockiert. Und hier habe ich eine Blockade, hier habe ich eine Blockade, hier habe ich eine Blockade. Ah, Mann, warum? Ja, es ist blockiert. Dein Gegenüber ist blockiert. Es kann im Außen sein, es kann auch im Inneren sein, es kann beides sein. Die Karten zeigen mir hier ganz eindeutig. Blockiert in den Gedanken, blockiert in den Gefühlen und auch nach außen zeigt man sich irgendwie auf der Hut. Man möchte das alles irgendwie nicht zulassen, man möchte abwehren, man erwartet irgendwelche Angriffe, dass man ihn oder sie dafür verurteilt, was er oder sie fühlt. Sowas habe ich hier. Vielleicht sind auch noch andere Menschen irgendwie beteiligt, ja, oder das sind einfach nur so diese Gedanken, dieses Kopfkino oder dieses, ich habe hier ein Auf und Ab in den Gefühlen, ja. Ja, und das zieht sich hier weiter fort, aber es wird immer wärmer, es wird immer heißer. Wie du das hier siehst, hier die lodernden Flammen und dann hier die Sonne. Also ich habe das hier so, dass dein Gegenüber steht auf der Schwelle. Dein Gegenüber steht auf der Schwelle, sich selber einzugestehen, hey, ich habe Gefühle, weil
Mal sind sie da, dann sind sie wieder nicht da, dann sind sie da, dann schiebt man sie weg, dann lenkt man sich mit irgendetwas ab, dann zweifelt man an sich, man zweifelt an der ganzen Welt, man zweifelt an der Liebe, dann ist man wieder ganz stark und weiß, was man will, dann weiß man wieder nicht, was man will. Also das ist hier ein komplizierter Mensch. Ja, oder momentan, jetzt ist diese Person irgendwie nicht stabil. Ich habe diesen Menschen nicht allzu stabil, aber findet dich total heiß. Ja, das muss ich hier so sagen, ja. Die Königin der Stäbe. Du bist mit der Sonne. Du bist Jackpot. Du bist einfach Erfüllung irgendwie der Träume von seinem oder von ihren Träumen. Du bist die Erfüllung. Und dein Gegenüber sieht hier, dass da so viel möglich ist und dass es richtig heiß hergehen kann, wenn es soweit ist, ja. Ihr harmoniert, ihr, ja, oder ihr werdet da in diesem Bereich auf jeden Fall sehr gut miteinander harmonieren. Das zeigen mir hier die Karten, aber lassen wir das. Auf jeden Fall habe ich hier die Sonne. Und die Sonne zeigt mir hier, dass dein Gegenüber das Gefühl hat, einfach alles loszulassen, einfach alles über Bord zu werfen, diese Blockaden, diese Probleme, diese Hindernisse, sich selbst irgendwie so diese Zweifel einfach so wegzuwischen, wegzuschmeißen und einfach mal mit dir sich so in dieses Liebesabenteuer zu stürzen. Das Gefühl haben, dass es geht, dass es gut ist für ihn oder sie, dass man das auf jeden Fall machen sollte. Und dadurch, dass die Karte ganz am Ende ist, ich habe das hier so, dass er oder sie das auch machen wird. Ja, das ist hier so der Ausblick. Das Glück, ihr beide werdet das Glück gemeinsam erleben können hier. Die Hindernisse werden überwunden werden, das soll ich dir hier sagen. Ja. Dein Gegenüber ist hier als Herrscher dargestellt. Natürlich kannst auch hier der Herrscher sein und das wäre dann dein Gegenüber. Aber so wie die Gefühle hier dargestellt werden, ist es doch eher hier dein Gegenüber. Weil man sich auch selbst sehr stark kontrollieren kann und das ist hier so ein Auf und Ab in den Gefühlen und man versucht irgendwie sich zusammenzureißen und das kann der Herrscher sehr gut, ja. Das ist hier eher so, wie dein Gegenüber dich sieht, auch wenn du ein Mann bist. Du bist die Königin der Stäbe, du bist Feuer und Leidenschaft für ihn oder sie, das Sinnbild für Feuer und Leidenschaft. Begehren bekomme ich hier auch, ja. Und der Herrscher ist stur, ist unbeweglich, ja. Und sollte mal hier von seinem hohen Ross runtersteigen. Vielleicht hat er oder sie ein bisschen zu hohe Erwartungen. Kann sein an dich, kann sein aber auch an sich selbst. Ja, das ist eher so, dass das hier so ist, dass man an sich selbst so hohe Erwartungen hat und man hat Angst, Bedenken, dass man diesen Erwartungen oder deinen Erwartungen einfach nicht entsprechen wird. Ja, sowas zeigen mir die Karten auch hier mit dem Mond. Und hier. Dein Gegenüber ist irgendwo blockiert. Es kann sein, dass das im Bereich der Liebe ist, aber die Karten zeigen mir auch, dass er hier auch ein bisschen zu kämpfen hat im alltäglichen Leben und das kann auch sich natürlich so auswirken auf die Verbindung zu dir, ja. Diese Kämpfe, dieses um seinen Platz in der Welt zu kämpfen, habe ich hier. Und deswegen kann das sein, dass das momentan irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes ist mit euch beiden. Oder ihr seid zusammen, das kann ja auch so sein. Ihr seid hier schon zusammen fest, aber dein Gegenüber hat nicht so Zeit für dich. Das kann hier auch so sein, ja. Aber wird Zeit haben, das soll ich dir hier sagen, ja. Sturkopf, manchmal stur. Vielleicht jetzt momentan, jetzt so stur. Nee, ich muss hier mich jetzt auf das andere fokussieren. Ich habe jetzt keine Zeit für Liebelei
kann hier so sogar so denken. Aber ich habe das hier auch so, dass er oder sie an sich selber auch irgendwo zweifelt. Weil der Herrscher zeigt sich als sehr selbstbewusst, ja, sehr standhaft, sehr gut situiert. Vielleicht nicht viel Geld, aber trotzdem, man weiß, was man kann und man strahlt es auch aus, ja. Man hat viel Erfahrung. Aber momentan, ja, ich hab ihn oder sie hier nicht so stark. Nee, das ist so ein bisschen wackelig bei ihm. Vielleicht so generell im Leben oder im Beruf. Oder ein Vorhaben ist irgendwie nicht so richtig machbar momentan. Und man kämpft sich da so ein bisschen durch, ja. Und deswegen versucht man jetzt nicht an die Liebe zu denken, sich von dem Ganzen so ein bisschen zu, ja, zu verabschieden, so ein bisschen abzuschotten, abzuschieben, sich selber abzuschieben, ja, von der Liebe. Sowas bekomme ich hier rein. Mhm. Aber die Gefühle sind trotzdem da, ja. Das musst du wissen jetzt, dass dein Gegenüber dich auf jeden Fall toll findet, total toll findet, ja, hier. Ist auch so ein bisschen in dich verschossen, das könnte man auch sagen, ja, in dich verschossen, ich habe mich in dich verguckt. Ich bin jetzt am Ende dieser Legung, bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich, dass du da warst. Vielleicht schreibst du mir einen Kommentar, würde mich sehr freuen. Vielleicht likest du, wenn dir die Legung gut gefallen hat. Oder wenn du zum Beispiel meinen Kanal gut findest, ja. Du kannst natürlich auch meinen Kanal abonnieren, falls du es noch nicht getan haben solltest. Vielen lieben Dank an dieser Stelle für dein Abo, für dein Like und für deinen Kommentar. Ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Eine wundervolle kommende Zeit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.